kommt man eigentlich auf die Idee, sich an einem ganz normalen Freitagmorgen auf sein E-Bike zu schwingen und gute 100 Kilometer durch Rheinhessen und die Pfalz zu strampeln? Ganz einfach, weil Frau sich mit einer Freundin zum Kaffeeklatsch trifft und Mann partout keine Lust hat, auf die Möbel aufzupassen. Also, Hintern hoch und los geht's! Von Schifferstadt fuhr ich über Mutterstadt ins Mauderer Bruch, ein richtiges Kleinod in Ludwigshafens Norden. Die Luft war noch frisch so früh am Morgen. Die ersten Sonnenstrahlen wärmten noch nicht so richtig. Herbstanfang halt. Das Wasser der Backsteinweiher lag wie ein Spiegel vor mir. Ganz in der Nähe wohnte übrigens unser ehemaliger Ministerpräsident und späterer Bundeskanzler Helmut Kohl. Dem Schwan war das egal, er genoss einfach die Stille der Natur. In Oggersheim war es dann vorbei mit der Ruhe. Starker Autoverkehr beherrschte jetzt das Straßenbild. Zum Glück nur kurz. Zwei, drei Weiher in der Nähe der Notwende, einer ehemaligen Werksiedlung der BASF, zeigten mir, dass ich dem Moloch Großstadt entkommen war. Am Rande von Edigheim tauchte die imposante Silhouette der BASF auf, dem weltweit größten Chemiekonzern. Weiter ging es Richtung Frankenthal und Bobenheim-Ruxheim nach Worms. In Ruxheim kam ich an einem Kriegerdenkmal vorbei. Schreitende Soldaten, die an die schlimmen Zeiten der beiden Weltkriege erinnern sollen.
Frisch gestärkt ging es weiter Richtung Grünstadt. Die Wege wurden besser, dafür aber auch steiler. Naja, man kann halt nicht alles haben. È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori. Die tolle Gegend durch die Weinberge der Mittelhart und die zahlreichen Weingüter mit ihrem teilweise toskanisch anmutenden Charme haben das aber mehr als wettgemacht. Kurz vor Freinsheim ging's rasant abwärts, fast wie Mopedfahren. Die 42 Stundenkilometer, die mein Tacho anzeigte, ließen mich aber dann doch etwas in die Bremshebel greifen. Ein Blick auf die Uhr mahnte mich zur Eile und so ging es in einem Rutsch zurück nach Schifferstadt. Mit 106 Kilometer in den Beinen und jeder Menge schöner Eindrücke im Kopf. Und mit dem festen Vorsatz, diese Tour irgendwann noch einmal zu fahren. Vielleicht, wenn Hannelore sich mal wieder mit einer Freundin zum Kaffeeklatsch trifft und ich partout keine Lust habe, auf die Möbel aufzupassen. Something for me.